Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Mateusz Wałkowski und im Namen des Pileski-Instituts möchte ich Sie herzlich willkommen. Das ist sehr schön, dass Sie gekommen sind, weil wir eine ziemlich schöne, wichtige und aktuelle Ausstellung haben. Doppelt frei, die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Polen. Und das ist auch deswegen wichtig, dass wir jetzt als taken for granted das betrachten, dass die Frauen, dass wir alle also Wahlrechte haben. Und das war nicht so vor 100 Jahren. In manchen Ländern gab es auch kein Frauenwahlrecht, auch viele Jahre danach, als Polen, also polnische Frauen im 1918 also dieses Wahlrecht bekommen haben. Bekommen haben vielleicht nicht, also das war auch mehr, dass sie um diese Wahlrechte gekämpft haben. Aber das war auch gleichzeitig die Rolle des unabhängigen Staates wichtig. Erst als Polen Unabhängigkeit gewonnen hat, war auch möglich, auch machbar, für Frauen die Wahlrechte zu bekommen. Ich möchte auch herzlich willkommen, also die Co-Kuratorinnen, also dieser Ausstellung, Frau Professor Magdalena Gawin, sie ist Historikerin und Direktorin des Pileski-Instituts in Warschau. Und Magda hat eine Habilitationsschrift zu diesem Thema geschrieben. Also diese Ausstellung ist auch eine große Passion von Magda Gawin. Aber auch also zu dieser Ausstellung hat auch Hania Radziejowska, die Direktorin also des Pileski-Instituts in Berlin, ganz viel beigetragen hat. Hania, wo bist du? Ja, und wir werden später also mit Teilnahme von Magda Gawin und Hania Radziejowska darüber sprechen, über Frauenwahlrechte und Aktualität. Aber am Anfang möchte ich Sie zu einem Film einladen, 10 Minuten Film zu diesem Thema. Ganz spannend. Vielen Dank. Brak własnego państwa w XIX wieku odcisnął się na życiu społecznym i politycznym Polaków na wszystkich płaszczyznach. Ziemie polskie nie mogły w pełni swobodnie rozwijać się gospodarczo i cywilizacyjnie. Nie pozostało to bez wpływu na sytuację kobiet i powstający ruch sufrażystek. Jednym z największych problemów był utrudniony dostęp do edukacji. W zaborze pruskim w ogóle nie było uniwersytetów. W zaborze rosyjskim władze nie zezwoliły na kształcenie kobiet na zrusyfikowanym Uniwersytecie Warszawskim. W autonomicznej Galicji Polki mogły studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jedynie na dwóch kierunkach – medycznym i filozoficznym. Kobiety były też dyskryminowane na gruncie prawa cywilnego. Zaborcy wzorowali się na kodeksie Napoleona, który obowiązywał w większości krajów europejskich. Polki były podporządkowane władzy mężczyzn. Po śmierci męża nie miały prawa do samodzielnego wychowania własnych dzieci, miały ograniczone prawa do dziedziczenia, nie mogły poświadczać umów i testamentów. Dyskusja nad położeniem kobiet rozpoczęła się w prasie w latach 70. XIX wieku. Zainicjowała ją grupa pozytywistów warszawskich, dziennikarzy i pisarzy. Proponowano reformę edukacji dziewcząt, dopuszczenie ich do studiów wyższych, rozbudowę szkolnictwa zawodowego, usunięcie nierówności kobiet i mężczyzn w prawie cywilnym. W latach 90. XIX wieku zaczęły kształtować się środowiska sufrażystek. Do najważniejszych należały Chrześcijańskie Zjednoczone Koło Ziemianek, Postępowy Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich oraz Grupa Socjalistycznych Działaczek Niepodległościowych, tworzących organizację bojową Polskiej Partii Socjalistycznej. Wrogowie równouprawnienia wysuwają jako argument najważniejszy rozbicie ognisk domowych –
Zapędzają kobietę do kuchni i igły. Każą jej pilnować męża i dzieci. Utrzymują oni, że kobiety walczące o prawa polityczne pragną wyjść z domów na szerokie forum i zniszczyć szczęście rodzinne. Jest to nie tylko niezgodne z prawdą, ale jej wręcz przeciwne. Niewysuwanie praw kobiet niszczy ogniska domowe. Są one bowiem rozbite tam właśnie, gdzie kobiety żadnych praw nie mają. Założycielką polskiego ruchu feministycznego była Paulina Kuczalska-Reinschmidt, współtwórczyni i redaktorka naczelna Steru, organu prasowego Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Stałymi współpracowniczkami warszawskiego Steru były historyczki Helena Witkowska i Romualda Budłędę-Courtenay, utalentowana malarka Maria Dulębianka, działaczka społeczna Józefa Bojanowska, ekonomistka Zofia Daszyńska-Golińska i lekarka Justyna Budzińska-Tylicka. Środowiska feministyczne prowadziły na łamach swoich czasopism kampanię na rzecz zrównania praw kobiet i mężczyzn, ukazywały przejawy dyskryminacji na gruncie rodzinnym, występowały także przeciw podwójnej moralności, nagłaśniały problem prostytucji i chorób wenerycznych. Odwoływały się do czystości obyczajowej, wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem. Możemy używać lub nie używać w języku naszym określenia feminizm. To zależne od uznania, skoro mamy wyraz równoznaczny równouprawnienie. Ale przekręcać ducha wyrazu już dziś przyjętego ogólnie w językach kulturalnych nie należy, choćby przez wzgląd na siebie samych. Zjednoczone Koło Ziemianek zbudowało swój program na nauce społecznej Kościoła katolickiego. Jego założycielką była Maria Kleniewska z Kluczkowic. Po ukazaniu się encykliki Rerum Novarum skupiła wokół siebie grono aktywnych kobiet wywodzących się z warstwy ziemiańskiej. Liderkami ZKZ były Maria Rodziewicz, Maria Kretkowska, Maria Karczewska, Irena Kosmowska oraz Eliza Orzeszkowa. Jednym z przejawów gwałtownych przeobrażeń gospodarczych pod koniec XIX wieku była masowa migracja ludności ze wsi do miast. Wiejskie dziewczęta bez wyuczonego zawodu podejmowały się pracy służących w prywatnych domach. Praca ta była niskopłatna i nie objęta żadnymi ochronnymi prawami. Ponieważ w zawód służącej wpisany był celibat, na starość kobiety trafiały do nędznych przytułków. Młode dziewczęta narażone były także na wykorzystywanie seksualne w domach pracodawców. Aktywistki ZKZ adresowały swoją pomoc do kobiet i dziewcząt ze wsi. Sprowadzały na wieś akuszerki, zakładały ogródki zabaw dla dzieci, uczyły zasad higieny i opieki nad dzieckiem, zakładały szkoły zawodowe i promowały ideę kooperatyw. Praca nad ochroną macierzyństwa wtedy może się dopiero stać powszechną, gdy kobiety zyskają prawa polityczne i same będą mogły rozstrzygać sprawy dotyczące ich. Po wydarzeniach 1905 roku socjalistki wstąpiły do organizacji bojowej PPS pod przywództwem Józefa Piłsudskiego. Nurt ten reprezentowany był przez Aleksandrę Szczerbińską, Marię Owczarkównę, Józefę Rodziewiczównę i Zofię Prausową. Rewolucjonistki prowadziły agitację niepodległościową w fabrykach. Pod sukienkami przewoziły amunicję i mauzery. Ładunki wybuchowe ukrywały w gorsetach. Na program składały się nauka o broniach, pistolecie mauzera, pistolecie Browninga, karabinie, obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, dynamitem i ekrazytem, składanie i rozbieranie bomb, robienie szkiców terenowych, czytanie map. Uczono nas prania paszportów. Na kursie drugiego roku wykładano geografię militarną, musztrę, organizację intendentury, technikę dywersyjną, obronę miast, taktykę i zagadnienia ogólnowojskowe. Podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej kobiety walczyły zbrojnie w męskich mundurach i pod męskimi pseudonimami. Pracowały w wywiadzie i jako sanitariuszki. Płaciły za to wysoką cenę – tortur, więzienia i śmierci. Piłsudski podkreślał nieraz, że nadał kobietom prawa polityczne nie dlatego, że się o nie dopominały, lecz dlatego, że zdobyły sobie te prawa przez czynny udział w walkach o niepodległość. Zabiegi dyplomatyczne oraz zbrojny wysiłek przyniosły Polsce powrót na polityczną mapę świata w roku 1918. W tym samym roku z więzienia w Magdeburgu wraca Józef Piłsudski.
Zanim Rada Regencyjna w Warszawie przekazała mu władzę, nie planowała przyznać praw wyborczych kobietom. W takiej sytuacji we wrześniu i listopadzie 1918 roku aktywistki i działaczki polityczne zorganizowały wiele trójzaborowych wieców i zjazdów kobiet pod hasłami równouprawnienia w wolnym państwie polskim. My, Polki, nie chcemy być biernymi widzami, lecz chcemy wziąć bezpośrednio udział w tym dziejowym momencie zmartwychwstania Polski. I otwieramy zjazd pod hasłem uobywatelnienia kobiet w niepodległym, zjednoczonym państwie polskim. 28 listopada ukazał się dekret naczelnika państwa o ordynacji do Sejmu Ustawodawczego. Wyborcami zostali wszyscy obywatele państwa, którzy ukończyli 21 rok życia. W artykule 7 stwierdzano: wyborcami do Sejmu są wszyscy obywatele państwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Musimy wszystkie na równi z mężczyznami wybierać posłów do konstytuanty i wśród tych posłów mieć swoje przedstawicielki. Nam też leży na sercu, jaka będzie Polska, jaka w niej władza, jaka gospodarka, jakie szkoły, jakie podatki. A oprócz tego musimy też znaleźć się w Sejmie, aby upomnieć się o swoje prawa, o swoje krzywdy. Tego za nas mężczyźni nie zrobią. W środku zimy 1919 roku kobiety po raz pierwszy udały się do urn wyborczych jako pełnoprawne obywatelki II Rzeczypospolitej. Byłem tym w państwie polskim, który z piórem w ręku i uśmiechem na ustach podpisał wasze prawa, prawa kobiet równające je w swoich prawach z mężczyznami. Dieser Film ist auch Teil der Ausstellung. Der Film wurde im Pilecki-Institut in Warschau also vorbereitet im 2018. Und jetzt werden wir mit Hania Radziejowska und Magda Gawin darüber sprechen. Hania, bitte sehr. So, vielleicht möchte ich kurz etwas ergänzen. Wir haben diese Ausstellung zum ersten Mal in 2018. Wir haben zum ersten Mal sie gezeigt. Das war in Warschau auf Polnisch und das ist super vielleicht interessant, dass in dieser Zeit in Polen die viele von diesen Frauen waren absolut unbekannt. Und diese Geschichte ist ein bisschen wie verschiedene andere polnische Geschichten. Wir erzählen sie jetzt. Und das ist meine erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, dass ich liebe diese Geschichte, diese Ausstellung auch, weil in 2018, das war Anfang des Pilecki-Instituts und das ist auch ein symbolisch, das erste Geschichten waren über diese Erfahrung der polnischen Modernität. Ja, und wir haben dieses Programm Exercising Modernity, wir erzählen über diese Frauenrechte und das war für uns hier auch in Berlin dieser Anfang. Und diese Geschichte wurde in Fakt zum ersten Mal so erzählt von Magdalena Gawin und dieses Buch ist wirklich brillant.
sehr politische Geschichte, sehr politische, ich meine, das ist Erzählung über diese Frauen, aber auch eine politische Reflexion, und das ist meine letzte Bemerkung, was ich in dieser Ausstellung, diese Geschichte liebe, das ist auch diese Zusammenfassung von Józef Piłsudski. Er sagte, das war für ihn wirklich etwas, was hat ihn diese Macht gekostet, weil er diese Dekret unterschrieben, und deshalb hat in dieser ersten Wahl Piłsudski, Sozialisten, sie haben diese Macht verloren. So, er wusste, dass die Mehrheit von Frauen sind konservativ und sie werden nicht für ihn wählen. Also das war ein Paradox. Er wusste, aber trotzdem, er machte das. Und er sagte, ich bin nicht für diese Rechte, Linke, ich bin für alle. Ja? Und das ist auch diese Erzählung über politische Gemeinschaft, ja, was das bedeutet, dass wirklich es gibt die Sachen, die wichtiger sind als unsere Interesse, ja, das ist unsere, was wir möchten für uns selbst machen. Und jetzt wird Magda Gavin wird diese Geschichte uns erzählen. Magda, Professor Magdalena Gavin, zapraszam. Ja, myślę, że najpierw herzlich willkommen. Wenn du also zuerst uns von dieser Geschichte erzählen könntest, warum ist diese Geschichte auch so politisch? Was ist für dich so wichtig? Warum hast du dieses Thema für dich entdeckt? Ich wollte sagen, dass Anja mir vorhin sagte, dass sie Englisch sprechen wird. Das war jetzt doch nicht der Fall. Ich wollte damit anfangen, dass das eine Ehre ist, von diesem Thema hier erzählen zu dürfen. Denn Polinnen und deutsche Frauen 1918 ihr Wahlrecht bekommen haben im November. Und ein Jahr später sowohl Polinnen als auch deutsche Frauen sind wählen gegangen. Man kann also sagen, dass wir eine Geschichte erzählen von unseren Urgroßmüttern. Also warum gerade eben sind sie wählen gegangen? Und ich sage gleich, dieses Thema scheint bekannt zu sein, denn es gab ja viele Bücher, die zur Gleichstellung, Gleichberechtigung veröffentlicht wurden. Jedes Land hat eine eigene Bibliografie hier. Und ich wollte aber ein anderes Buch schreiben, diese Geschichte anders schreiben. Ich wollte diese Geschichte in der politischen Philosophie verankern und in der Geschichte der Ideen. Und das stimmt, ich habe ganz viele Quellen durchgelesen. Ich bin Historikerin, die immer noch Wert darauf legt, sich mit Quellen auseinanderzusetzen. Und es geht nicht nur um publizistische Texte, aber auch um Romane, denn ganz viele Frauen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sich für Publizistik gar nicht interessierten. Ein Teil der Frauen hat Publizistik als eine Tätigkeit wahrgenommen, die, auf die kein so großer Wert gelegt wurde. Und ganz viele Frauen haben die Ausdrucksmöglichkeit in der Belletristik gefunden. Und deshalb zum Beispiel eine der bekanntesten Schauspielerinnen und auch Dramaturgin. Um sie kennenzulernen, musste ich ihre Texte lesen. Und ich habe in meiner Arbeit drei Milieus entdeckt, Feministinnen, die in großen Städten lebten. Die haben sich auf die Britinnen, Deutschen und Französinnen berufen und haben aus diesen westeuropäischen Modellen des politischen Kampfes Inspiration genommen. Das zweite Milieu wurde auch mit europäischen Milieus verbunden nach der Enzyklik Rerum Novarum. Das war ein neudemokratisches Milieu, verbunden mit der polnischen Elite, die damals mit dem Landadel, das war die größte Gruppe in allen drei Teilungsgebieten Polens, inklusive der Gebiete, die direkt ins russische Imperium eingezogen wurden. Und dass die dritte Gruppe, nicht repräsentativ für die meisten Frauen, relativ klein, das waren vor allem sehr junge Frauen, Studentinnen, die
um Piłsudski herum die polnische sozialistische Partei kreiert haben und seit 1905 den ganzen Weg mit Piłsudski bis zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit gelaufen sind. Paradoxerweise ist diese kleinste Gruppe diejenige, die die größte Rolle gespielt hat später. Der Grund war ganz einfach. Ola Szczerbińska, später Piłsudska und ihre Kolleginnen haben die engste Verbindung zu den Politikern, die das unabhängige Polen gestemmt haben sozusagen. Das Buch wurde aber von mir anders durchdacht und strukturiert und ich wollte über die Stereotype hinausgehen und habe mir das so vorgestellt, dass ich mit den wichtigsten polnischen Intellektuellen, Journalisten spreche, Politikern auch, mit den Ideologen von hauptpolitischen Parteien, beginnend mit der sozialistischen bis zu der nationaldemokratischen Partei, was sie von der Gleichberechtigung Frauen halten. Und da kamen interessante Sachen heraus. Bolesław Prus zum Beispiel, der als einer der Anführer von Liberalismus in Polen war, dafür, dass man Frauen in zivilrechtlichen Sachen die Rechte gibt. Aber in der politischen Sphäre war er sehr zurückgehalten. Das heißt, er war schon fortschrittlich, aber hatte große Reserven im politischen Bereich. Gabriela Sapolska, Skandalistin, Autorin von sehr bekannten in Polen Dramen, die eben diese doppelte Moralität spiegelten. Doppelte Moralität wurde überall in Europa und in den USA verwendet, um diese doppelte Moralität gegenüber Frauen und Männern zu schildern. Gabriela Sapolska war gegen Gleichberechtigung, interessanterweise. Danach habe ich gesprochen sozusagen mit den Ideologen der politischen Parteien und die Art und Weise, auf die Menschen damals gedacht haben, ist gegen diese Hartaufteilungen, dass die fortschrittlichen, progressiven Menschen eindeutig dafür und die Konservativen eindeutig dagegen waren. So war das nicht. Ein Teil dieser Gleichberechtigung der Frauen hat den meisten Progressiven vielleicht gefallen oder auch nicht. Die progressiven Politiker waren aus unserer heutiger Perspektive auch ganz schön konservativ damals und diese Denkweise der Menschheit hat mich immer am meisten interessiert. Jetzt wollte ich aber noch sagen, was diese Frauenbewegung in das polnische politische Leben mit reingebracht hat. Denn es ist auch ein Buch über die Politik as such. Und wenn man sich die polnische politische Szene Anfang des 20. Jahrhunderts vorstellen möchte, dann war sie durch zwei große, massenhafte politische Parteien dominiert. Die erste ist die Polnische Sozialistische Partei von Józef Piłsudski, erstmal durch Marxismus sehr stark geprägt. Piłsudski hat sie danach umgewandelt in eine progressive sozialistische Partei, die aber dauerhaft in ihr Programm das freie und unabhängige Polen hineingeschrieben hat. Die zweite massenhafte politische Partei waren die Nationaldemokraten. Das waren die zwei hauptpolitischen Parteien. Und aus der deutschen Perspektive kann man ganz klar feststellen, dass sich in Polen damals keine dritte Partei herauskristallisiert hat, die christliche Demokratie, die christlichen Demokraten, die in ganz vielen europäischen Ländern vorhanden waren. Und das ist ein interessanter Teil dieser Geschichte. Es gab diese Partei nicht. Es gab sie als Zusatz zu dem polnischen Nationalismus, aber es gab keine getrennte Partei. Und es gibt viele Hypothesen, die versuchen zu erklären, warum das der Fall war. Erstmal versucht man auf das Milieu der sehr einflussreichen politischen Intellektuellen in Rom damals in Emigration in Rom. Und sie meinten, dass die Befürworter von Rerum Novarum in alle politischen Parteien hineingehen sollen und nicht eine getrennte Partei gründen sollten. Warum ist diese Enzyklik Rerum Novarum wichtig überhaupt? Wie Sie wahrscheinlich wissen, war sie diese gedacht als eine Antwort auf die Ausbeutung der Arbeiterklasse, die ganz oft unter jeglichen Standards gelebt hat, in schrecklichem Armut. Es gab keine sozialen Rechte, es gab keinen 8-Stunden-Arbeitstag,
Es gab keine Versicherungsmöglichkeiten, was Unfälle angeht. Es gab gar keine soziale Schutzmaßnahmen, die für uns hier heute etwas ganz Normales darstellen. Andererseits war Rerum Novarum auch eine Antwort für Marxismus und für revolutionelle Gewalt. Denn die marxistische Idee war ja unglaublich populär damals in Europa. Und Rerum Novarum hatte diesen Slogan der sozialen Solidarität, das heißt des Baus einer Brücke zwischen diversen sozialen Gruppen, und hat eben eine ganz neue Herangehensweise an die sozialen Fragen mitgebracht. Und das ist interessant in diesem polnischen politischen Leben, dass zwar haben Männer keine christlichen Demokraten berufen als Partei, aber Ende des 19. Jahrhunderts, nach der Veröffentlichung dieser Enzyklik, ist die größte Frauengruppe entstanden, die diese Enzyklik propagiert hat. Nach 1905 wurde diese Gruppierung registriert, denn erst dann war das möglich in der russisch besetzten Teilung. Und diese Gruppierung ist sehr aktiv in allen drei Teilungsteilen. Man kann also sagen, es gibt keine christlichen Demokraten in Polen in der Zeit, aber es gab eine große Gruppierung, die sich dafür sehr stark eingesetzt hat, dass Frauen Wahlrecht haben können und dass sie eine Gleichstellung haben, was zivilrechtliche Sachen angeht. Und wenn ich mir Bücher durchlese über die Geschichte Deutschlands in diesem Sinne, wenn es darum geht, wie sehr das britische Modell hier, was für eine große Rolle es gespielt hat. Denn Polinnen, deutsche Frauen und andere Europäerinnen haben ihre Wahlrechte nach dem Ersten Weltkrieg bekommen, die Britinnen erst später, nach 1928. Und es ist interessant für mich, warum dieses britische Modell so wichtig war, was das Verständnis von allen emanzipatorischen Prozessen angeht. Es muss uns klar werden, dass zum größten Teil die Diskussion über Gleichstellung, über Gleichberechtigung, die stattgefunden hat, fand unter europäischen Intellektuellen statt. Aber in der russischen Teilung hatte diese Diskussion eine sehr besondere Form. Auch wenn wir über politische Rechte sprechen, in der russischen Teilung sind alle, auch die Polen, die da geboren wurden, als Menschen, die dem russischen Zar unterlagen. Das war nicht Großbritannien. Also was war das Wichtigste in dieser Diskussion und welche Folgen sind daraus entstanden? Frauen sollten keine politischen Rechte bekommen aufgrund der sehr niedrigen intellektuellen Kultur, hat man gesagt. Also es gibt zwar Ausnahmen wie Maria Skłodowska-Curie, aber die meisten Frauen sind nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die die ganze Gemeinschaft betreffen, und deswegen sollen sie keine Wahlrechte haben. Und man hat auf die schlechte Bildung gezeigt, und das war ein Teufelskreis. Genau, ein Teufelskreis, ja. Das Wort war mir entfallen. Und es war ein Teufelskreis, und die Frage der Bildung war eine grundsätzliche Frage, und das war auch der größte Sieg der ersten Emanzipationswelle der Frauen. Die Polinnen durften nicht lernen. Sie haben gesehen, im preußischen Teilungsgebiet gab es überhaupt keine Hochschulen. Man bekämpfte da das Analphabetentum. Es gab aber keine Hochschule. Es gab die Technische Hochschule in Bydgoszcz, Bromberg. Das war nur für Männer. Da durften Frauen nicht studieren. In Galizien, im österreichischen Teilungsgebiet, hatten wir eine Universität und zwei Fakultäten, wo sie studieren durften. Im russischen Teilungsgebiet durften sie es nicht. Das Drama der Frauen besteht daran, dass sie meistens eine Mädchenschule absolvierten, wo das Programm so eingeschränkt war, dass sie kein Abitur damit machen konnten. Und wenn sie kein Abitur hatten, durften sie nicht studieren. Alle Frauen, die in die 1890er Frauen nach Paris gingen, die meisten stammten aus Polen und Russland. Sie mussten sich unglaubliche Mühe geben, um auf eigene Hand all das, was sie nicht gelernt hat, nachzuholen und eine besondere Prüfung
Prüfung zu machen, die sie zum Abitur zuließ. Also es ging darum, die Bildungschancen gleich zu machen und die Bildungschancen für Männer und Frauen. Und auch die Gleichsetzung der Frauenrechte auf der Ebene des Zivilrechts. Also politische Rechte hatte niemand, aber die Ungleichmäßigkeiten beim Zivilrecht, zum Beispiel, dass die Frau nicht arbeiten durfte ohne die Genehmigung ihres Ehemannes. Wenn sie heiratete, erhielt sie automatisch die Staatsbürgerschaft ihres Mannes. Sie hatte auch nicht das Recht, ihre eigenen Kinder großzuziehen nach dem Tod ihres Mannes. Das hat einen großen Einfluss auf ihr Leben. Und da begann ein Teil der europäischen Diskussion. Denn die meisten Staaten in Europa hatten den Zivilkodex, der die drastischen Unterschiede zwischen Mann und Frau einführte. Das war der Code Napoleon. Das war eine Gesetzsammlung, die in vielen Staaten gültig war. Und das hat wirklich die Frauen dazu gebracht, dass sie dagegen protestierten. Das spürten sie am meisten. Und man kann sagen, dass sowohl die Feministinnen, die in den Großstädten aktiv waren, als auch die Landfrauen, die in der Provinz waren, die forderten eine Reform des Code Napoleon. Und dieses dritte Milieu, generationsmäßig am jüngsten, die am Anfang das kleinste Milieu war und auch mit einer gewissen Angst gesehen wurden. Das waren die Suffragistinnen, die sich um Josef Piłsudski versammelt hatten. Und sie setzten nicht auf eine Reform des Code Napoleon, sondern darauf, dass man die Unabhängigkeit wieder gewinnen sollte. Denn sie argumentierten damit, dass das unabhängige Polen die Rechte aller gleichsetzen würde, auch die der Bauern. Und bei diesem Fall der Demokratisierung die Polen ihr Wahlrecht erhalten würde. Und im Grunde genommen stellte sich diese politische Kalkulation am wirksamsten heraus. Die Polen bekamen ihr Wahlrecht und diese ganzen Rechte 1918. Und ich glaube, sie waren auch imstande, diese Rechte zu nutzen. Wie in jedem Land Westeuropas kamen nur wenige Frauen ins Parlament. In Polen war es 1918 8-9%. Deutschland war da eine Ausnahme. In den 30er Jahren, bevor Hitler an die Macht kam, waren das über 30, vielleicht sogar 32 Frauen im Parlament. Und diese Zahl war verhältnismäßig hoch im Vergleich zu anderen Ländern Europas. Aber dann kam gleich Hitler an die Macht und die Frauen wurden sozusagen aus dem politischen Leben wieder verdrängt. Also die Anzahl der Frauen, die ins Parlament kommen, ist nicht groß. Aber es ist ein sehr schlechter Faktor für die Untersuchung des Gleichberechtigungsgrades, denn der wahre Sieg der Zweiten Polnischen Republik, da sind die Zahlen zu Frauen in den Gymnasien und an den Universitäten. Vorne sind 14, betrug der Prozentsatz der studierenden Frauen an der Warschauer Universität 0, weil die russischen Besatzer das nicht erlaubten. Dann, als die Deutschen den Kongress Polen übernahmen, gibt es einige Prozent und nach der Gewinnung der Unabhängigkeit steigt die Anzahl der Frauen an verschiedenen Fakultäten sehr plötzlich. 1930 waren 40% der Studierenden an der Warschauer Universität Frauen. An der Philosophischen Fakultät waren es 60%. Ich würde sagen, der größte Sieg war die Möglichkeit, sich zu bilden, denn das gibt den Frauen Freiheit und Selbstständigkeit und die Möglichkeit, über das eigene Leben zu entscheiden. Und ich glaube, dass die Frauen das wirklich genutzt haben. Und zum Schluss wollte ich vielleicht noch Folgendes sagen. Wie war der Sinn, dass per Dekret 1918 den Frauen das Wahlrecht gegeben wurde? Man könnte Folgendes sagen. Piłsudski machte 1918 das Gleiche, was de Gaulle gemacht hat, aber de Gaulle machte es 1944. Warum haben die Frauen nicht früher die Wahlstimmen bekommen? Wenn wir uns Großbritannien anschauen, das ist ja die Wiege der Suffragistinnen.
Aber da bekamen die Frauen das nach dem Ersten Weltkrieg bestimmte Rechte und erst 1927. Warum? Weil eine Art Wahlbuchhaltung darüber entschied. Die Liberalen haben theoretisch die Gleichberechtigung der Frauen, die waren dafür, aber die Frauen wählten oft konservativ. Man wusste es zum Beispiel aus Finnland, ja, dass die Elite zwar für fortschrittliche Parteien stimmen würden, aber die meisten Frauen für die Konservativen. Und die britischen Liberalen hielten sich damit zurück, den Frauen ihr Wahlrecht zu geben, weil sie meinten, dass das die Tories verstärken würde. Warum bekamen nun die Französinnen so spät ihr Wahlrecht? Aber vor dem Ersten Weltkrieg gab es da massenweise Vereine, die sehr stark um die politischen Rechte der Frauen gekämpft haben. Warum kam das erst 1944? Weil die größte politische Gruppe, die politische Gleichberechtigung der Frauen befürworteten, katholische Kreise waren. Und der französische Senat hielt es zurück, den Frauen das Wahlrecht zu geben, weil die politischen, französischen Politiker die Angst haben, dass den laienhaften Charakter des französischen Staates zerstören würde. Und de Gaulle hat das 1944 auch beendet. Und ich denke, dass die Entscheidung von Piłsudski, ich glaube, er traf die Entscheidung. Und Mateusz, ich muss sagen, ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass die Frauen das sich erkämpft haben. Sie kämpften natürlich in allen Ländern darum. Aber diese Entscheidung musste ein konkreter Politiker treffen oder ein konkretes politisches Milieu, das damals etwas zu sagen hatten. Und Piłsudski hat es gut gemacht, im vollen Bewusstsein, dass 1919 dank der Frauen die Wahl verlieren würde. Um 1905 sagte er, wenn er den Frauen politische Rechte geben würde, dann würden sie nicht für die Sozialistische Partei stimmen, sondern für deren politischen Wahlen. Also deshalb gibt er 1918 die Wahlrechte, 1919 gehen die Frauen zu den Wahlurnen und im Kongress Königreich hat die Nationaldemokratie 36% der Stimmen und die Sozialistische Partei 9%. Aber aus einer längeren Perspektive ausgesehen hatte Piłsudski absolutes Recht, dass er 1918 den Frauen das Wahlrecht, die politischen Rechte gab, bewirkte, dass eine sehr starke politische Frauenelite entstand, die ihn lange Zeit unterstützte und die in Polen auf der Ebene der breit verstandenen, nicht nur politischen Kultur, sehr stark das Ethos der Verantwortung für den Staat verwurzelte. Also, wir haben die Message. Man kann sogar die Wahl verlieren, aber man gewinnt in einer längeren Perspektive, was die Reihenfolge der Ereignisse anbetrifft. Ich persönlich, es wäre zu wenig zu sagen, dass ich stolz darauf bin, dass die Polen ihr Wahlrecht 1918 bekommen haben, dass sie die politische Kultur der Zweiten Polnischen Republik mitgestaltet haben. Dann waren sie in der Heimatarmee. Dann gründeten sie die Solidarność mit. Und die ganze politische Kultur Polens besteht seit langer Zeit darin, dass Frauen und Männer zusammenwirken. Alle wichtigsten Vereine, oppositionellen Milieus bereits im Polen, im Nachkriegspolen, im kommunistischen Polen, die bezogen sich immer auf dieses Zusammenarbeiten von Männern und Frauen. Und diese Geschichte hat uns irgendwie geformt. Und deshalb waren alle Ideen, plötzlich die Frauen von den Männern zu trennen. Ich glaube, das wäre in Polen nie gelungen. Anders gesagt, alle politischen Initiativen, die in Polen die Frauen übergehen, sind dazu zu einer Niederlage verurteilt. Ja? Oder sie können nicht siegen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.
falls jemand von Ihnen eine Frage stellen möchte, jetzt ist der richtige Moment. Ich hätte eine Frage an dich, Magda. Als ich die Freude hatte, an dieser Ausstellung zu arbeiten, erinnere ich mich an meine Überraschung, wie faszinierend diese Biografien sind. Das sind eigentlich fertige Filmgeschichten. So wie die Maria Dulembianka, die Performances gemacht hat 1908, indem sie sich zur Wahl stellt, an der sie nicht teilnehmen darf, denn als Frau durfte sie ja keine Kandidatin fürs Parlament sein. Aber sie führt zusammen mit ihren Kolleginnen eine ganze Aktion durch, dass sie eine Kandidatin werden. Das ist unglaublich modern und das ist eine tolle Geschichte. Und es gibt viele solche Geschichten, wie die von Alexandra Stolbinska, die sind völlig vergessen. Für mich entstand die Frage, wie ist das? Du hast gesagt, in Polen haben Frauen und Männer immer zusammengearbeitet, zu verschiedenen Zeiten, bei der Heimatarmee, bei der Solidarność. So verlief unsere politische Kultur. Aber irgendwie erinnert sich keiner mehr an diese Frauen. Wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass keiner sich an sie erinnern kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Wahrheit sagen soll, Ihnen allen. Bitte unbedingt. Als mir mal die Frage gestellt wurde, warum ich mich für dieses Problem interessiert habe, ich bin keine Feministin, ich habe mir das nicht als etwas Feministisches angeschaut, sondern als ein intellektuelles Thema. Und es war wirklich eine große Freude, mit all diesen intellektuellen Schaffenden, Ideologen, intellektuellen Autoren zu sprechen. Denn daraus ist etwas anderes herausgekommen als das, was man tagtäglich sagen würde. Es kam dabei heraus, dass die Menschen anders an die Realität gedacht haben, sie anders wahrgenommen haben. Und um ehrlich zu sein, war dieses Problem der Frauen für mich immer sehr wichtig, denn das ist ein Teil der Demokratisierungsprozesses in Europa, in ganz Europa und auch in Kanada und in den USA. Das ist eine unglaublicher Erfolg der Zivilisation. Und diese Erfolge waren mir sehr nah, waren für mich sehr wichtig. Und jetzt eine kurze Pause, damit Sie mir glauben. Mein Großvater ist mit 11 Schwestern aufgewachsen, die innerhalb von Jahrzehnten geboren worden sind. Und ich habe selber gesehen, was das für ein riesiger Unterschied war zwischen den Frauen, die im 19. Jahrhundert lebten, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, und den Frauen, die zwischen den beiden Weltkriegen auf die Welt gekommen sind. Das war eine riesige riesiger Mentalitätsunterschied und Unterschied in dem, wie sie im öffentlichen Leben funktioniert haben. Erstens ist es so, dass in jedem Land und auch in der deutschen Kultur gibt es sicherlich sehr starke Figuren, die die Kultur geprägt haben, die zum Beispiel bei uns in der polnischen Kultur, diese doppelte Moralität wird durch Gabriela Sapolska symbolisiert. Hania, ich weiß nicht, was in Polen passieren kann, aber mehrmals im Jahr sehen wir ein Theaterstück von Gabriela Sapolska. In Polen gibt es eigentlich keinen Absolventen der Sekundärschule, der nicht versteht, was die Moralität der Frau Dulska bedeutet. Das ist aus einem Stück von Gabriela Sapolska. Diese Figur, Frau Dulska, wurde zu einem Symbol der doppelten Moralität. Elżbieta Ożyszkowa ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen in Polen, und ich muss zugeben, ich mochte ihre Prosa sehr, aber was mich am meisten bewegt hat, waren ihre Briefe, denn zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist eine riesige Präventionszensur, russische Zensur. Und Eliza Ożyszkowa wohnte in den Gebieten, die durch
Russland besetzt wurden. Das heißt, sie konnte nie, durfte nie so ganz genau das schreiben, was sie schreiben wollte. Und ich habe irgendwann ihre Briefe über Russland aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gelesen und ich war schockiert, was sie nicht erlaubt war zu schreiben in der öffentlichen Publizistik. Diese Präzision der Beobachtung der Problematik Russlands in der europäischen Politik. Das sind wirklich Meisterstücke. Das sieht man bis heute sehr gerne. Naja, Russland hat sich nicht verändert, sieht man bis heute sehr, liest man bis heute gerne. Und dieses Foto von Alexandra Stelbinska ist im Knast erstanden, Serbien. Das waren Gefängnisse für Frauen. Sie ist hier eine wunderschöne Frau. Sie wurde als politische Gefangene verhaftet und saß zusammen in einer Zelle mit Verbrecherinnen, die für ganz andere Verbrechen festgehalten wurden. Und für ganz viele Suffragisten war die Erfahrung der russischen Repressionen war die erste wichtige politische Erfahrung. Das heißt, ich kann nicht ganz genau dieses Statement unterschreiben, dass die Frauen vergessen wurden. Ich glaube, sie wurden so stark in der politischen Kultur vertreten und aber auch als Schriftstellerinnen, als Autorinnen, als Dramaturginnen bekannt, dass sie eben bis heute bekannt sind, erinnert werden. Und ein Element, da muss ich dir recht geben, Hanya, als Hanna diese Ausstellung mit vorbereitet hat und wir haben nach Quellen gesucht, wollten wir auch Interviews finden mit diesen Frauen, die die erste Suffragettenbewegung gegründet haben nach 1944. Es hat sich herausgestellt, dass die deutsche Besatzung und den Krieg und die sowjetischen Repressionen überlebt haben. Die sind alle emigriert. Sie waren außerhalb Polens und wir konnten kein einziges Interview mit Alexandra Stelbinska. Sie ist Ende der 40er Jahre im Ausland gestorben. Wir haben aber Interviews mit Walter Puczynska für das Radio Freies Europa gefunden. Das sind sehr interessante Aufzeichnungen. Und in der Volksrepublik Polen nach 1944 bis 1989 hat man über diese Frauen überhaupt nicht gesprochen. Sie waren unbequem aus politischen Gründen. Man hat also dieses Wissen über sie gestillt, an Seite gelegt. Und ich glaube aber, dass für Studierende und nicht nur Geschichtestudierende ist dieses Wissen, für junge Menschen ist dieses Wissen über die Suffragettenbewegung, ist dieses Wissen sehr groß. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Ich habe inzwischen auch eine Frage, denn Magda, du hast ja gesagt, dass es drei verschiedene Gruppierungen der Frauen gab und es gab ja auch drei Teilungen. Das heißt, es war durchmischt, dass es diverse Ideenströmungen gab und in diversen geteilten Gebieten. Haben die Frauen miteinander überhaupt kooperiert? Ich antworte gleich auf diese Frage. Also diese Frauenbewegungen, sie waren immer wichtiger als die Teilung. Es gab immer sehr starke Zusammenarbeit zwischen der russischen Teilung und und Galizien. Am schlimmsten sah es aus in der preußischen Teilung. Und denn da war insgesamt die intellektuelle Bewegung der Frauen am kleinsten. Nach 1910 hat sich das leicht verändert, aber diese Frauenorganisationen waren immer teilungübergreifend sozusagen. Bis zum 1910 war die preußische Teilung am wenigsten aktiv. Die haben aber auch zusammengearbeitet mit den Frauen, die auf den Gebieten gelebt haben, die direkt in die Gebiete des russischen Imperiums eingezogen wurden. Und die wichtigste polnische Publizistin, ich bin jetzt gerade unsicher, was ich hier sagen soll, aber bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war Iza Moszczyńska, die in der preußischen
Abteilung aufgewachsen ist, ist dann nach Kongresspolen gezogen. Ganz viele dieser Frauen sind viel umgezogen, die sind sehr mobil, die ziehen oft um. Viele, lass uns nicht vergessen, studieren. Da, wo man studieren durfte als Frau, also entweder ist es die Pariser Sorbonne oder ist es die Universität in Lausanne. Diese Frauen sind mobil. Und diese Teilungen, die geografischen Teilungen, die spielen keine so große Rolle, was das angeht. Obwohl innerhalb der ganzen Zeit bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist die russisch okkupierte Teil ist der meist lebendige politisch und ideologisch Teil. Ideologische Aufteilungen, das ist eine gute Frage. Schon damals fängt die Diskussion an, dass es keine einheitliche Frauengruppe gibt. Frauen haben diverse politische Meinungen, genauso wie Männer. Frauen unterscheiden sich ganz stark voneinander. Und die interessante Frage ist, warum ist dieses Landsadelmilieu, ich bin ja nicht die Erste, die dieses Milieu entdeckt hat, warum war es so schwierig, es zu beschreiben, dass es eine christlich-demokratische Bewegung der Frauen in Polen gab? Weil diese Frauen keine politische Vertretung hatten. Sie hatten keine politische Partei, die sie tragen würde. Das war wichtig bis zum 1918 und nach 1919 in dem gesetzgebenden Parlament wurden die politischen Listen erstellt und ein Teil der Frauen ist zu der Sozialistischen Partei Polens gegangen. Dann gab es ein eigenes politisches Milieu von den Demokratinnen und die Landfrauen wurden nicht vertreten auf der politischen Bühne. Es gab keine politische Partei, die sie aufnehmen würde auf ihre Wahllisten. Und deshalb sind sie nicht ins Parlament gekommen. Und dazu kam noch die Tatsache, dass nach 1944, als Polen durch die Sowjetunion besetzt wurde, haben die kommunistischen Mächte sich entschieden, diese christlich-demokratische Gruppierung der Frauen, die Vereinigung, den Frauenkreis zu verbieten, zu schließen, aufzulösen. Man hatte aber Landfrauengemeinschaften, in denen Frauen lesen, schreiben lernten, einen Beruf erlernen konnten. Und, meine Damen und Herren, in der Zwischenkriegszeit wurde das anders genannt. Das sind Kreise der Landfrauen. Und bis heute sind diese Landfrauenkreise in Polen, das ist die größte Gruppierung der Frauen, die überall in Polen aktiv ist, vor allem in ländlichen Räumen oder in kleinen Städten. Und zurück, manchmal waren diese Frauengruppierungen sehr geschwächt worden in einer parlamentarischen Demokratie. Das zeigt, dass Demokratie, dass da das Wichtigste die politischen Parteien sind. Das heißt, es war sehr schwierig für diese Frauen, irgendwas zu bewegen in den Umständen der parlamentarischen Demokratie, ohne eine politische Vertretung zu haben. Vielen Dank, Frau Professor, für den interessanten Vortrag. Ich würde gern die Frage auf Deutsch stellen, auf Polnisch stellen. Wie würden Sie sich das vielleicht erklären, dass bei den ersten Wahlen oder bei späteren Wahlen vor allem konservative Parteien einen viel stärkeren Zulauf von Frauen bekommen haben? Und kann man das irgendwie erklären aus, also hat vielleicht jahrhundertelange verweigerte Zugang zu Bildung damit zu tun oder auch gesellschaftliche Einflüsse, vielleicht auch die Kirche oder das, was wir heute auch als das Patriarchat bezeichnen, ob das vielleicht auch irgendwie mit den Wahlergebnissen zu tun hätte. So wie ich bereits gesagt habe, das ist ja nicht nur der Fall Polens. In allen Ländern,
die sowohl Bauern als auch Frauen an die Wahlurne zugelassen haben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die würden sich wundern, wenn sie hörten, dass die ausgeschlossen waren. Der Effekt war immer gleich. Überall gewannen die rechten oder konservativen Parteien. Die Frage ist, warum? Sicherlich war der Einfluss der Kirche hier groß. Aber das bei all diesen Geschichten in anderen Ländern auch da war, dass die konservativen Parteien eher das wichtig finden, was mit der Familie zusammenhängt, mit dem traditionellen Familienmodell. Das war für die Frauen, die zum ersten Mal wählten. Die wählten das, was ihnen am nächsten stand. Das war nicht nur das Modell in Polen, sondern in allen Ländern. Und das Bewusstsein, dass diese Frauen, die das Wahlrecht erhielten, die rechte, konservative Seite unterstützen würden, bewirkte, dass das Frauenwahlrecht erst später eingeführt wurde. Die Liberalen sind eigentlich schuld daran, die das verbal zwar unterstützten, aber auf der Grundlage der parlamentarischen Demokratie das zu verzögern versuchten. Also dieses ständige Suche nach der Stimmenanzahl. Und ich habe das jetzt die Frage nicht verstanden, weil sie ohne Mikro gestellt wurde. Wahrscheinlich kann man die Frauen hier nicht mehr zählen oder diese Gesellschaften oder Staaten, die von der Sowjetunion dominiert wurden, denn die Abstimmungen fanden da anders statt. Aber ich denke, dass in Westeuropa war das Jahr 68, wo sich das definitiv geändert hat. Das ist meine Vermutung, dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Może ktoś z Państwa? Vielleicht jemand von euch möchte fragen oder Kommentar. Hania. To może ja na końcu powiem. Werde ich zum Schluss Folgendes sagen. Wir möchten Sie dazu überreden, diese unglaublichen Geschichten kennenzulernen, die wir hier zeigen. Etwas sehr Wichtiges sagen zum Schluss, weil diese Ausstellung hier für Pilecki-Institut hat unsere Mitarbeiterin Karolina Głowińska produziert. Und ich möchte Sie sehr wirklich danken, Karolina. Entwurf wurde von Łukasz Izert gemacht und noch möchte ich hier erwähnen, dass wir haben ein spezielles Begleitungsprogramm vorbereitet und unsere auch Mitarbeiterinnen Elisabeth Katze, Kamila Schuba, Julia Łyszcz-Uchmann und ganzes Team und Adam Czerwiń. Sie alle haben viele, viele Veranstaltungen vorbereitet. Wir laden herzlich ein. Vielleicht, also die erste Veranstaltung wird am 21. März über Hair Stories, also da über Historiografien und Forschung zu Genderfragen und Frauenfragen. So, jetzt ich möchte vielleicht diesen Teil schließen und vielleicht in Couloirs können wir weitersprechen und danke sehr und einen schönen Abend noch. Ich wollte sagen, dass ich mich ganz herzlich bedanke und ich hoffe, dass ich Sie nicht gelangweilt habe, denn das Thema ist allem Anschein nach bekannt, aber ich glaube, das könnte immer noch eine Frage dessen sein, wie erforschen wir Geschichte, worauf achten wir, und ich hoffe, dass ich ein Buch vorgestellt habe, das interessant ist, weil es nicht offensichtlich ist, und das Buch hat ein Happy End und ich mag sehr gerne Happy End Geschichten. Und vielleicht werden Sie das Buch irgendwann mal in englische oder deutsche Sprache lesen können. Vielen herzlichen Dank, Magda. Das war immer, wenn du darüber erzählst,
ist das für mich auch eine Erzählung über unser Institut. Was ist das Pilecki-Institut eigentlich? Denn wir denken oft, dass es von zwei totalitären Systemen handeln würde. Aber es ist auch über die Moderne und die politische Geschichte der Moderne.